Jetzt haben wir schon die beiden Protokolle kennengelernt, die sich auf der Transportschicht, also auf Schicht 4 im OSI-Modell befinden, nämlich TCP und UDP. Gehen wir also mal eine Schicht tiefer und schauen uns dann das andere wesentliche Protokoll an, das wir in diesem Kapitel uns anschauen möchten, nämlich IP. Das Internetprotokoll befindet sich also auf Schicht 3 im OSI-Modell und ähnlich wie bei TCP und UDP verfolgen wir auch hiermit verschiedene Ziele. Das erste Ziel, und das ist ganz entscheidend und daher kennen viele wahrscheinlich auch IP, ist eben die Adressierung, die logische Adressierung von Rechnern mit Hilfe des IP-Nummernsystems. Eine weitere Aufgabe, ein weiteres Ziel von IP ist aber auch die Fragmentierung von Paketen der darüberliegenden Schicht. Das werden wir uns noch genau im Detail anschauen, was heißt eigentlich Fragmentierung, was heißt Defragmentierung. Und letzten Endes haben wir mit IP einen unzuverlässigen, verbindungslosen Dienst, der eben letzten Endes durch TCP dann zu einem verbindungsorientierten, zu einer verbindungsorientierten Kommunikation gemacht wird. Hier soll es jetzt aber weiter erstmal um IP gehen und genau da schauen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer rein. Was sind also die Funktionen von IP? Zunächst einmal definieren wir mit IP Pakete. Wenn wir uns also das OSI-Modell anschauen, dann werden auf Schicht 3 Pakete gebildet. Eine weitere Aufgabe, haben wir gerade schon gesagt, das ist das Adressierungsschema, also die Vergabe von IP-Adressen. Wir haben zudem die Übermittlung der Daten von der Transportebene zur Netzwerkschicht. Auch das ist eine Aufgabe, die mit IP geregelt wird. Wir haben ein Routing von Datagramm durch das Netzwerk. Auch Routing-Protokolle finden wir auf Schicht 3 im OSI-Modell. Die verwenden dann IP für die Wegefindung. Und wir haben letzten Endes eine Fragmentierung und Defragmentierung von Datagrammen. Wie gesagt, da schauen wir später noch einmal detailliert drauf. Wenn wir uns jetzt erstmal den IP-Header anschauen, dann sehen wir letzten Endes wieder verschiedene Felder, die fest definiert sind, die wir auch schon von TCP in anderer Form kennen. Und ganz oben für uns wichtig natürlich sind die IP-Adressen, Quelle und Empfänger. Auch die Version wird zum Beispiel dort definiert, verschiedene weitere Felder, die zum Beispiel auch das darüberliegende Protokoll nochmal genauer angeben und letzten Endes natürlich auch wieder unsere Daten. Auch diesen IP-Header werden wir nochmal in der Übung genauer uns anschauen und auch mal ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir uns jetzt aber die Fragmentierung und Defragmentierung nochmal genauer anschauen wollen, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum muss man sowas überhaupt machen? Nun gibt es ja in unseren Netzwerken nicht nur Ethernet als Schicht 2 Netzwerkprotokoll, sondern es gibt dort auch noch verschiedene weitere Protokolle, nämlich sowas zum Beispiel wie FDDI oder PPP. Und alle diese Protokolle, die haben unterschiedliche maximale Übertragungs-Frame-Größen, also die sogenannte MTU, die Maximum Transmission Unit. Und damit wir die einhalten können, kann es möglich sein, dass eben IP unsere ursprünglichen Daten nochmal weiter fragmentieren muss. Das soll heißen, wenn wir jetzt wie in diesem Schaubild eine Übertragung haben von links nach rechts von einem Ethernet, dann sehen wir dort, unser Ethernet-Paket ist 1400 oder hat eine Größe von 1400. Die MTU in Ethernet ist an dieser Stelle 1500, das heißt, wir können die Daten so wie sie sind einfach versenden. Jetzt haben wir einen Übergang, wenn wir über den Router springen in ein Netzwerk, wo FDDI als Protokoll läuft, da haben wir eine MTU von 4352, an dieser Stelle kein Problem für uns, denn unsere Daten, unser Datenpaket hat ja nur eine Größe von 1400, das können wir also einfach so weitersenden. Beim nächsten Sprung über einen Router haben wir aber auf einmal PPP als Netzwerkprotokoll und an dieser Stelle wird es dann problematisch, denn PPP kommt nur mit einer MTU von 532 klar. Das soll heißen, wir müssen unser ursprüngliches Datenpaket mit 1400 irgendwie runterbrechen, also fragmentieren. Und an dieser Stelle werden dann eben einzelne Fragmente aus unserem Paket gebildet. Das ist die Aufgabe von IP an dieser Stelle. Wir sehen das dort auch. Die werden dann eben so aufgesplittet, dass sie eben in diese MTU von PPP an dieser Stelle hineinpassen, werden dann über den nächsten Router weitergeleitet wieder in ein Ethernet und da haben wir weiter eine MTU, wie am Anfang auch, von 1500, soll heißen, wir brauchen es nicht weiter fragmentieren. Bei IP-Version 6 wird das ein bisschen anders gemacht, da wird also nicht jeder Router dafür verantwortlich sein, dass die MTU neu berechnet wird und das Ganze runtergebrochen wird, sondern da wird der Weg im Vorfeld schon berechnet und im Vorfeld schon eine Fragmentierung vorgenommen, damit eben die Router entlastet werden. Wenn wir uns über IP-Paketweiterleitung in unserem LAN unterhalten, dann kommt aber auch Schicht 2 wieder ins Spiel, nämlich unsere MAC-Adressen an dieser Stelle. Und dafür brauchen wir eben ein weiteres Protokoll, welches diesen MAC-Adressen zu unseren IP-Adressen zuordnet. Und das ist das Address Resolution Protocol, ARP.
Damit verfolgen wir letzten Endes natürlich ein wesentliches Ziel, nämlich, wie schon gesagt, die Zuordnung von Ebene 3, also IP-Adressen, zu Ebene 2, zu den physikalischen MAC-Adressen. Und wie das genau abläuft, dieses ARP-Protokoll oder ARP-Protokoll, das sehen wir eben an dieser Stelle mal oben in einem Auszug aus einem Netzwerkanalyseprogramm, auch das werden Sie noch kennenlernen, das ist der Wireshark. Und da sehen wir schon verschiedene Pakete, die allesamt das ARP nutzen, also unser Address Resolution Protokoll. Wenn also ein Rechner herausfinden möchte, welche IP-Adresse hat denn jetzt eigentlich ein bestimmter Rechner mit der und der MAC-Adresse, dann stellt er eine solche Anfrage per Broadcast ins Netzwerk und da kriegt dann entsprechend die Antworten zurück von demjenigen, die er angefragt hat. Das Ganze kann man sich auch nochmal anschauen auf der Kommandozeile von Windows in diesem Fall, was also dort gelernt wird. Der ARP-Speicher ist ein flüchtiger Speicher, der nach einer bestimmten Zeit wieder geleert wird. Also es werden bestimmte Einträge nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt, weil sich diese IP-MAC-Adresszuordnung natürlich auch im Laufe der Zeit ändern kann. Wofür brauchen wir aber überhaupt zwei Adressen? Reicht es nicht, wenn man einfach nur eine IP-Adresse hat? Dann hat man doch auch eine relativ eindeutige Zuordnung. Ja, zumindest wenn es in seinem eigenen, wenn wir in unserem eigenen Netzwerk bleiben. Wenn man jetzt aber über verschiedene weitere Netzwerke hinweg oder über das Internet hinweg zu einem anderen Netzwerk gelangen möchte, dann verändern sich während der Datenübertragung unsere Adressierungen. Wir haben das hier mal dargestellt. Wir springen also jetzt über drei Router von dem Rechner A zum Rechner B. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, wie sich das Ganze verändert, dann stellen wir fest, okay, die Quell-IP-Adresse ist in diesem Fall logischerweise die IP, hier schematisch dargestellt, vom Rechner A. Und die Ziel-IP ist entsprechend die vom Rechner B. Soll heißen, Rechner A möchte mit Rechner B kommunizieren. Die IP-Adresse ist dabei die Konstante. Wenn ich das jetzt aber verschicken möchte, dann kenne ich ja unter Umständen gar nicht die MAC-Adresse von meinem Rechner B. Also schicke ich das Ganze erstmal an den nächsten Router. Und zwar ist dann die Quell-MAC-Adresse logischerweise meine. Die Ziel-MAC-Adresse ist dann aber die von Router 1 in diesem Fall. Wir haben ja schon kennengelernt, was der Router mit den Daten macht. Der packt die aus bis zu Schicht 3, findet dort seine Informationen, anhand derer er die Weiterleitungsentscheidung trifft. Was findet er jetzt an dieser Stelle? Er findet als Quell-IP nach wie vor die von Rechner A und die Ziel-IP ist nach wie vor die von Rechner B, denn da soll es ja letzten Endes hingehen. Was ist die Quell-MAC-Adresse? Da stellt er jetzt fest, wenn er das Ganze weiterschickt, okay, jetzt trage ich dort mich selber ein. Und die Ziel-MAC-Adresse, ich schicke das Ganze zu Router 2, ist dann eben die MAC-Adresse von Router 2. Genauso geht das weiter durch mein Netzwerk. Soll heißen, meine Quell-IP und Ziel-IP bleiben nach wie vor gleich, aber die Router ersetzen bei der Übertragung jeweils ihre MAC-Adressen durch ihre eigenen Informationen. Und irgendwann kommt das Ganze dann natürlich bei Rechner B an. Er stellt also fest, okay, die Quell-IP ist von Rechner A, der Empfänger bin ich, erhalten habe ich das Ganze von dem Router Nummer 3 und die Ziel-MAC-Adresse, das bin wieder ich, denn zu mir hat es dieser Router ja geschickt. Und aufgrund der Informationen der Quell-IP-Adresse könnte jetzt Rechner B auch Rechner A wieder antworten. Das Ganze würde den gleichen Weg oder einen anderen Weg zurückgehen. IP-Adressen bleiben immer gleich, die MAC-Adressen ändern sich aber über die Router hinweg.